Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe live von der Insel Mallorca. Und wir haben ihn natürlich da, den guten, wackeligen Peter Wackel. Direkt aus dem Bierkönig. Und ich bin ja der Bierkönig. Wir freuen uns, dass wir hier auf der Insel Mallorca sind, in der Schinkenstraße. Ich weiß, 2000 war ich mal hier, da die Bildzeitung getitelt, in Hamburg zumindest, Ellermann ertrunken im Meer. Was ist da passiert? Seitdem bin ich hier gar nicht mehr eingereist. Aber das hat sich so ein bisschen verändert seit 2000. Alles etwas größer geworden. Hier passen jetzt bis zu 10.000 Menschen rein. Die Auftritte laufen bis 3.000, 4.000 Leute in den Bereichen. Schon geil. Sag mal, so viel Reklame für diesen Laden, da möchte man fast sagen, du liebst Malle, ne? Das ist auch so, ich liebe nicht nur Mallorca, sondern da ist auch ein ganz, ganz kleines Bierkönig-Logo drauf. Das ist schon auch so ein bisschen mein Leben. Und ich hatte es heute schon mal ausgerechnet, seit 16 Jahren bin ich jetzt hier in diesem Laden mit fest verwurzelt. Die ersten Auftritte innen drin, hier gab es ja früher gar keine Künstlerauftritte. Ich war der allererste mit dabei und ich bin mit 41 Jahren der dienstälteste Künstler hier im Bierkönig. Unfassbar, oder? Es ist unfassbar, ja. Also wir haben uns ja schon oft mal gesehen, auch im Kalkberg. Jetzt geht er zur Horner Rennbahn, da werden wir gleich drüber sprechen. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Wir werden dich musikalisch erstmal hören. Sag den Titel bitte an. Aber sehr gerne. Und zwar nicht nur dass dieser Name ist Programm, sondern ich liebe Mallorca, ich liebe Malle und deswegen heißt es auch I Love Malle. Solange auf Malle der Saftbar noch läuft, solange der Helmut noch Uhren verkauft, solange das Bier hier noch schmeckt, solange gehen wir nicht weg. Malle ist einfach perfekt. I love Malle! Wir wollen endlich chillen, wir kaufen Sonnenbrillen und ein paar Krüge killen. Der ganze Laden bebt hier, der ganze Boden klebt hier, wir tanzen voll verdreht hier. Wir spielen Looping Louis auf dem Hotelbalkon und singen unseren Song. Wir trinken gerne kurze, auch wenn sie größer sind. Ja, wir verstehen uns blind. Aufdrehen, abdrehen, aufdrehen, abgehen, aufdrehen, abgehen, gehen, 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 gehen. I love Malle! I love Malle! Der Saftbar noch läuft, solange der Helmut noch Uhren verkäuft, solange das Bier hier noch schmeckt, solange gehen wir nicht weg. Malle ist einfach perfekt. Solange auf Malle der Saftbar noch läuft, solange der Helmut noch Uhren verkäuft, solange das Bier hier noch schmeckt, solange gehen wir nicht weg. Malle ist einfach perfekt. Das Ding hat ja richtig Hitpotenzial, das kann man schon jetzt hören. Du hast ja sowieso Riesenhits hingelegt. Was war dein größter Erfolg? Ja, letztes Jahr war sogar noch Goldverleihung von Aber scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr. Also man erkennt diese Malle-Affinität bei mir definitiv. Party Palmen kennst du, Ladio kennst du, Joanna, du geile Sau. Was hat Roland Kaiser eigentlich dazu? Was hat Roland dazu gesagt? Noch nie was dazu. Das finde ich auch sehr schade, denn auf seinen Konzerten stehen ja auch immer 2000 Betrunkene, die dann reinschreien, du geile Sau! Und er sagt immer nichts dazu. Also ich, das wäre ja schon mal so eine kleine Erwähnung wert. Würde ich mich sehr drüber freuen. Roland, wenn du mich jetzt hier siehst, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich einmal zu einem Konzert anmeldest. Und dann singe ich auch, du geile Sau, du Luder, im Anzug mit Weste, so richtig schön auf Schlagerstar. Das machen wir. Bin ich ja auch hier. Aber scheiße! Komisches Grummeln im Bauch. Bin wundert's, dass mir schlecht ist. Mallorca ist hart. Ich sollte vielleicht heute nicht an den Start. Jeden Tag Pommes, Bratwurst und Bier. Man ist kein Mensch mehr, lebt wie ein Tier. An diesen Tagen ist gar nichts normal. Die Dauerparty wird zur Höllenqual. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Jetzt wollen wir ein bisschen erzählen. Du bist in Hamburg, genauer gesagt am letzten Wochenende im August. Ich glaube, es ist der 24. Ne? Absolut korrekt. Und zwar gleich an beiden Tagen gibt es nicht nur auf Mallorca ein Bierkönig-Festival, sondern zum ersten Mal in Hamburg. Also wer vielleicht keinen Flug bekommt, wer einfach mal nicht
das Land verlassen will, der kann endlich mal Mallorca auch in Hamburg zelebrieren. Sind ganz viele Künstler mit dabei, Tim Toupes mit dabei, also im Berg, alles, was man hier so an... Du hast mich vergessen, glaube ich. Das ist natürlich live, aber als Stripper gebucht. Ich freue mich als Sänger wirklich, wenn wir uns alle ganz gemütlich am 24. und 25. August auf der Horner Rennbahn sehen. Wenn es wirklich heißt, 12 Uhr Einlass bis 22 Uhr 10 Stunden Party am Stück. Wir durften damals noch, wie wir die Horner Rennbahn gerockt haben, sozusagen mit Lotto King Karl, aber auch natürlich in unserer glorreichen Westernzeit durften wir noch bis 0, bis 1 Uhr. Jetzt ist 22 Uhr, ich weiß das, vielleicht kann man noch ein gutes Wort einlegen, dass wir ein bisschen länger können. Auf jeden Fall bin ich gerne dabei. Jetzt machen wir Musik wieder. Sag mal ein bisschen ganz kurz den nächsten Titel an. Welchen Titel wollen wir eigentlich hören? Sag doch mal, welchen hörst du gerne von dir? Ich habe ein wunderschönes Medley für diesen Sommer vorbereitet. Da ist wirklich alles drin für alle, die vielleicht jetzt denken, was singt der denn eigentlich? Also da ist Schwarze Natascha drin, Party Palmen, Weib und Bier, scheiß drauf, einfach ein Potpourri. Wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag? Wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag? War ich drei Tage wach oder einfach im Koma? Ich wache auf, es fühlt sich an, als ob mein Kopf explodiert. Meine Kumpels hatten Spaß, ich bin komplett dekoriert. Und ich schaue in den Spiegel, was ist eigentlich passiert? Denn überm Arsch hab ich ein Arschgeweih tätowiert. Meine Nase ist gebrochen, Mann, wie schmerzhaft das ist. Tja, der Türsteher war anscheinend stärker als ich. Und die Olle neben mir, die sieht aus wie Thomas Gottschalk. Wie hab ich mir die denn schön gesoffen, Mann, ich Gottball. Mann, ich trink nie wieder, auf jeden Fall eine Zeit lang. Naja, okay, auf jeden Fall. Viele wollen das sicherlich wissen, es gibt Künstlernamen, aber keiner verrät seinen eigentlichen Namen. Das ist eine scheiß Frage gestellt, das weiß ich. Sag mal, Peter mit einem Vornamen wirklich? Du warnst einen nie vor, das ist ja das Gemeine bei dir. Der Peter ist echt, so viel kann ich verraten. Also ich heiße normalerweise Steffen Peter Haas, ich verrate auch so. Hase? Haas. H-A-A-S, also ganz einfach. Aber hast du nicht Hase gemacht? Hase, also weiß ich ja nicht. Also Peter Hase. Nee, also der Peter ist echt, und ich war dann wirklich so das erste Jahr durch Erlangen, durch Nürnberg, die Kleinauftritte getingelt mit einem Blümchenanzug an. Das sah sehr komisch alles aus. In Mitte 90er Jahre alles auf Schlagercover ausgelegt. Und ich habe dann gesagt, Mama, ich brauche einen Künstlernamen. Dann sollte ich heißen Sarottimor von der Schokolade, ein bisschen doof. Saurer Fritz, also Fritz Sauer von dem Schnaps. Oder eben von Wackelpeter, vom Wackelpudding. Der Peter war dann echt so, da nehme ich den Wackelpeter, weil irgendwie 15 Kilometer und immer so rumgewackelt auf der Bühne. Und da kam dann wirklich dieser Peter Wackel dann her. Und seitdem ist der Name geblieben. Dann haben wir das auch mal erfahren, das wissen wenige. Wir sagen einmal Prost, denn wir sind in der Schinkenstraße. Prost. Und das ist sogar mein neues Lied, was man so ganz leise im Hintergrund heißt. Solange das Bier hier noch schmeckt, solange gehen wir nicht weg. Malle ist einfach perfekt. Wie treffend. Ich freue mich. Gibt es das auch schon per Video? Natürlich. Dann sehen wir es hier. April. Überall zum Download-Stream. Ich darf ja keine Verkaufssendung machen. Aber ja, das machen wir. Also Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Ich habe es ja nicht gesagt, aber irgendwie gibt es das wohl schon. Ne? Klebt hier. Wir tanzen voll verdreht hier. Wir spielen Looping Louis auf dem Hotelbalkon und singen unseren Song. Wir trinken gerne kurze, auch wenn sie größer sind. Ja, wir verstehen uns blind. Er tanzt da voll verdreht hier. Oh oh, oh oh. Genau, und wir sehen uns am 24. August sicherlich auf der Horner Rennbahn. Ich bin mit dabei, Prost, genau, Alter. Genau mit so einer Musik. Frisch aus Mallorca eingeflogen. Und wer ist noch dabei, außer Ellermann? Müsste ich jetzt mal nachschauen. Ich glaube, Ellermann ist dabei, Peter Wackel ist mit dabei. Ellermann ist, glaube ich, auch mit dabei. Ich glaube, der Ellermann singt auch Mallorca-Lieder. Hey, ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Sag kurz an, wer ist in Hamburg dabei, damit die Leute sich... Habe ich gerade extra rausgeholt. Also Klaus und Klaus, Anna-Maria Zimmermann, Tim Toupé, die Dorfrocker, Tobi, Axel Fischer, Peter Wackel, Mr. Ellermann himself und viele, viele mehr. Also kommt am 24. und 25. auf die Horner Rennbahn zum Bierkönig-Festival. Genau, wir zeigen mal ein tolles Bild, was wir auch von der Horner Rennbahn haben. Das gibt es nämlich schon und da kommen die ganzen Stars hier natürlich aus dem Bierkönig. Aus der Schinkenstraße sind sie mit dabei. Du freust dich auf die Saison, ne?
Ich freue mich wirklich. Wie viele Auftritte machst du hier im Jahr? 65, glaube ich, sind sie dieses Jahr. Es kann dann variieren, ob 62 oder 66, aber 65 sind geplant. Wir zählen beide auf Sie, weil unsere Sendezeit ist schon jetzt wieder beendet und sagen Dankeschön, es war recht schön bei dir. Wir gehen jetzt beide noch einen trinken. Prost, Alter. In meinem winterlichen Bierkönig und da freue ich mich doch auf den heißen Sommer hier auf Mallorca. Also wir freuen uns auf Hamburg, ne? Du weißt aber, was in Hamburg passiert, das bleibt in Hamburg. Und was im Bierkönig passiert, bleibt im Bierkönig. Das heißt, einmal Bruderschaft trinken für alle richtigen Mallorca-Fans. Zum Wohl. Also Peter Wackel trinkt mit mir. Küss mich bitte nicht. Nein, ich küsse nichts. Also in diesem Sinne, es fängt es leicht an zu regnen. Wir sind ja auch noch nicht im Hochsommer. Dankeschön, das war unsere Sendung. Wir hören einfach noch einen Titel. Das ist einfach nur genial. Das ist das schönste Interview ever, das ich jemals geführt habe auf Mallorca. Geil. Ab dafür, nächste Woche 19:45, 21:45 Uhr. Hören und sehen wir uns wieder. Komm Peter, wir gehen was trinken. Was trinken wir da?